da hinten steht er schon, der Bus von Borussia Mönchengladbach, und der ist auch heute schon gepackt worden. Am Freitag geht's Richtung Stuttgart. Dort wird ja mit einem schweren Gegner gerechnet. Was uns vielleicht zugutekommt, Stuttgart hat zu Hause erst einmal gewonnen in dieser Saison. Gut, wir haben auswärts erst einmal gewonnen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr optimistisch. Obwohl man sagen könnte, Stuttgart ist so ein kleiner Angstgegner. In den letzten 14 Bundesligaspielen gab es nur einen einzigen Sieg für Borussia Mönchengladbach. Ich habe keinen Angstgegner. Na gut, dann wäre das Thema Angstgegner dann doch schon erledigt. Und übrigens, ich weiß, dass wir vor einem Jahr hier unnötig verloren haben. 2-1 war ein Eigentor. Und es war unverdient, wie sie gewonnen haben damals. Und für mich, aber das ist so, müssen jedes Spiel analysieren. Und es braucht so viel Zeit. Es ist anders. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Es ist ein anderes Spiel. Alle Spiele haben seine Geschichte. So. Okay, und wenn wir mal einfach nur auf die aktuelle Saison schauen, so gut läuft's für die Schwaben auch gar nicht, auch wenn sie momentan auf Tabellenplatz 8 liegen. Nur 4 Siege bis jetzt, 4 Unentschieden und auch 4 Niederlagen, dabei 24-21 Toren. Zum Vergleich, Borussia Mönchengladbach ist auf Platz 4, 28-16 Tore. Ja, auf jeden Fall, der vierte Platz ist ein sehr guter Platz, das wissen wir auch. Und umso schöner ist es, dass wir da am Freitag eigentlich schon, wenn wir Punkten da auf jeden Fall vorlegen können. Und deswegen versuchen wir da Gas zu geben, um dann ein paar Punkte zu entführen. Das heißt, den Stuttgartern 1-2 einschenken müsste doch auch auswärts machbar sein. Man muss weiter um jeden Punkt kämpfen. Und ja, wir spielen gegen eine gute Mannschaft, eine sehr, sehr gute Kader, viele internationale A-Spieler im Kader, auf dem Platz, auf der Bank. Aber es ist uns egal. Wir wollen eine gute Leistung dort bringen. Okay, so kann man es auch sagen. Dabei kann Favre aber wieder auf fast alle Spieler setzen. Die Nationalspieler werden bis zum Ende der Woche alle wieder da sein. Ruhl Brauers und Tarbert Nordfalt sind nach ihrer Verletzungspause auch wieder mit dabei. Im Kader sind sie auf jeden Fall. Ob sie auch spielen werden, wollte der Coach natürlich noch nicht sagen. Wir sind Mittwoch, sind noch 2 Tage, sind nicht alle Spieler wieder zurück. Werden sehen. Nicht zu sehen ist weiter Alvaro Dominguez. Der Verteidiger fällt wegen seines Schlüsselbeinbruchs noch länger aus. Rund 4000 Fans werden die Borussia nach Stuttgart wohl begleiten. Die sind natürlich zum Großteil optimistisch. Es gibt aber auch semi-optimistische Stimmen. Wenn die mit der gleichen Einstellung spielen wie in Hamburg, ist auch in Stuttgart was zu holen. Ja. Da ist also nicht nur Ballkontrolle und Ball laufen lassen, Gegner dominieren, sondern auch wirklich nach vorne torgefährlich werden und den Gegner vor allen Dingen weg vom eigenen Tor halten. Ich hoffe einfach auf einen Punkt in Stuttgart. Also ich bin da. Also mit einem Punkt wäre man schon zufrieden? Ich wäre damit zufrieden. Der Rest wahrscheinlich nicht, aber ich wäre damit zufrieden. Noch zufriedener wären wir natürlich mit 3 Punkten. Angst müssen wir vor Stuttgart aber auf jeden Fall nicht haben. Ich habe keine Angst, Gegner.